Der hier hängt irgendwie. Ah, jetzt. Gut, dann. Der. Ach, super, kleine Gewichte rausgesucht. Der Harry wird mit Anpflanzen helfen. Ja. Das ist super. Weißt du was, wegen dem Müller muss ich jetzt auch noch vorgerichtet. Ah, du bist so leise, ey. Ich muss wegen dem Müller vor Gericht. Warum das? Ja, weil er... Warte mal kurz. Nein, ich bin voll. Weil er nicht zugeben will, dass er was falsch gemacht hat. Okay, was hat er denn gemacht? Er ist nicht reingefahren. Also du weißt ja, an der Brauerei, die Kreuzung. Mhm. Und da hat er geblinkt. Wackelt das bei dir auch so? Achso, warte, wir müssen noch, wir können sie mal rüberstellen, aber wir müssen noch warten, bis der Marlon gepflügt hat. Ich schau mal eben auch nach, wann die eigentlich gepflanzt sind. Ach, die können schon, achso, okay. Ja, ich sollte da dann noch was pflügen. Warte, ich rufe den mal gerade an. Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Hallo, wie schaut's denn aus mit dem Pflügen? Da komme ich gleich zu. Gut, weil der Hans-Peter hat schon Maschinen bereitgestellt zum Anpflanzen. Jo. Gut, dann treffen wir uns gleich am Feld. Jo, das machen wir. Tschö. Tschüss. 301 und Novacat X8. Das letzte? Die letzten beiden? Nein, die normalen. Oder? Nee, warte. Ja, dann würde ich das in Krone nehmen. Das geht nicht in Krone. Was? Außerdem ist das schon gemietet, das geht nicht in Krone. Ach so, nein, dann passt es schon. Dann passt es schon. Ich würde gerne, weil ich möchte den von den Schwadern, den letzten, den Kuhn, den Bandschwader. Und den möchte ich gerne mal austesten. Wenn er gut funktioniert, dann würde ich den gerne kaufen. Bitteschön. Okay, danke. Harry? Ja? Hier steht ein gespannt für dich. Ja. Wo kommen die jetzt hin? Erstmal, oder wird jetzt schon angesehen? Der Marlon fährt jetzt zum Pflügen rüber. Ja. Und dann könnte man ansehen. Ja, ja. Also es dauert noch ein bisschen, du kannst erst dein Zeug noch wegbringen. Jo. Was? Ciao. Jo, ciao. Wo wird das denn jetzt eigentlich gemacht? Ja? Wo wird das denn jetzt eigentlich gemacht? 115 bis 118. Ach da, okay. So, dann stelle ich den einen dir mal hinten noch ins Eck. Da schon mal hin. Jo, ich komme auch gleich. Warum kauft er sich noch ein Mähwerk, wenn er da eigentlich schon eins hatte? Müssen wir uns halt ein bisschen selber die Arbeit machen.
Ich hoffe mal, dass der Neumann da schnell hinkommt mit dem Flug. Jetzt muss ich den doch mal anrufen, ey. Der soll mich anrufen. So. Und das Glück, das jetzt hier. Wir drei. Ach so. Wir drei pflügen. Also du, ich und Harry. Nee, pflügen tut's der Marlon. Achso. Und wir drei pflanzen dann an. Ja, es ist eh gut, mein Feld ist komplett fertig. Ja, ich muss auch warten, bis bei mir wieder was wächst, beziehungsweise bis ich düngen kann. Mhm. Ach, das musste Jürgen sein. Hallo? Hallo. Ey. Ja? Du willst ja Geld verdienen, oder? Ja. Dann musst du auch ein bisschen was arbeiten. So, was ist los? Ja, was ist mit der Fahrzeughalle für die Feuerwehr? Ich habe Fahrzeuge... noch keinen Auftrag erteilt bekommen. Na klar, den Auftrag hast du direkt bei der Einweihung gekriegt. Hieße doch, ich soll erst hier dingsen. Gucken. Ja, hast du geguckt? Also geplant. Den Plan hast du mir ja zugestellt. Ja. Habe ich nochmal mit dem Neumann eben gesprochen, der sagte, der wird das nochmal mit dir und so absprechen. Weil ihr sagt, mir das Go gibt, fange ich da an. Jetzt Go hast du eigentlich schon längst gekriegt, aber der Neumann kommt gerade angefahren. Ich rede mit dem nochmal. Weißt du, hier, die neu angeschafften Feuerwehrfahrzeuge fangen schon ins Rosten an. Saurer Regen und so. Wenn ihr mit Go gibt, dann fange ich an. Ja, der Neumann steht gerade da. Neumann! Ja. Hans, wie schaut's aus mit der Halle? Ja, passt. Ja. Also, Auftrag raus. Tschüss, Bau. Okay. Tschö. Eieiei. Hat er das jetzt auf dich geschoben? Sagt er, du wolltest erst nochmal abklären. Ja, ja. Eieiei. Ich fange dann auch gleich an. Jo, fang mal an. Wir stehen nämlich hier schon parat zum Dingsen hier. Du musst ja, warte mal, das hinterste Feld musst du ja gar nicht pflügen, gell? Oder? Pflück mal alles mit, würde ich sagen. Ja, doch. Also es ist eins wird. Ja, klar. Also hier die zwei hinteren zusammenlegen oder die drei hinteren, das wo die Strommasten stehen, da machen wir lieber nicht rum. Ja, 115 könnt ihr ja dann schon anfangen eigentlich. Nee, da ist schon was angepflanzt, das Problem. Ach so. Dann fahr erstmal über die 115 drüber. Hast du gehört? Ja. Bisschen Action hier. Action. Attacke. Yay. Schneller. Diese zwei Menschen, die Hilfe, Arbeit brauchen. Die Arbeit wollen. Oder so. Hast du das gesehen, Laruna? Der heizt so wie um die Kurven rum, wie weiß ich nicht was. Wer? Na, der Müller. Nee, hab ich nicht. So, warte mal, ich muss mal gerade in die Bedienungsanleitung gucken. Achso. Ja, hier. Pflanzenabstand umschalten.
wollen wir da für einen Pflanzabstand machen? Ich habe keine Ahnung. Ob das ich würde zwei sagen, weil sonst beim Häckseln wird die Hälfte sonst, wenn das zu nah dran ist, alles sonst mit. Ja, wie sagt man das? Sonst wird das alles zerstört. Okay, probieren wir mal. Das wird ja spaßig. Oh ja. Katastrophe. Katastrophe. Versuch mal so nah wie möglich, ne? Jo. Fahren wir dann auf der anderen Seite zurück, Neumann. Was? Auf der anderen Seite dann fahren. Ja. Oh Gott. Mit dem Flug schaffen wir was. Ja. Mit den Pflanzmaschinen nicht. Mensch. Alter, was haben wir uns da für Arbeit eingepflanzt? Ja, keine Ahnung. Eingepflanzt. Joke Nummer 1. Ja, steht auf den besten Jokes. Auf der Muss. Dieser Satz hat keinen Sinn ergeben. Ich will ja nichts sagen, aber wir brauchen Pflegebereifung. Was? Für was? Für die Pappeln. Zum Pflanzen? Ja. Warum? Sind doch da. Ja, aber wenn man einmal rüberfährt, dann sind sie wieder weg. Dann fahren wir nicht rüber. Trick 17. Okay, ich meine nur. Alter. Volker, mal anrufen. Hallo? Volker? Jo. Was war das nochmal für eine Tour? 5 Tour? Glaub ja. Kannst mich doch hier nicht beim Pappeln ansehen stören. Ja, die Pappeln ansehen hier vorne. Ja, natürlich, wir müssen doch die Wirtschaft in Schwarzingen ankurbeln hier. Full Action. Action, Reaction. Oh ja. Yeah. Hat es recht, Marlon. Ich weiß. Ich habe das ja auch nicht ohne Grund gelernt. Oh, ich hänge auch. Jetzt.
Tja. Jürgen? Jo. Bist du immer noch am Telefon? Leg mal auf. Ja. Welchem CB-Funk seid ihr? Eins. Alter, das ist so eine mühsame Arbeit, diese Pappeln anzupflanzen, das hätte ich nicht gedacht. Ich verstehe das auch gar nicht mit diesem Pflanzabstand. Hallo. Bin zu nah gefahren, scheiße, ey.